So, da spanne ich euch tatsächlich nicht weiter auf die Folter. Und dann machen wir einfach hier mal weiter. Genau. So, erstmal zurück. What the fuck war das? Holy shit. Krasser Drache. Ich hatte jetzt gerade Skyrim-Vibes. Ah, die habe ich ja lange nicht mehr gehört. Eigentlich so viel zu entdecken, dass es eigentlich ziemlich schwierig ist. Oh, das sind böse Typen. Au, wo kommst du denn her? Doch, hab ich. Lanrock hat euch Rebellion. Hier muss ich auch gar nicht lang. Warum hat die Wegfindung hier ist echt für den Arsch. Erst schickt er mich rüber, jetzt schickt er mich hier lang. Was zum Geier will der denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung, warum du jetzt einen Halbkreis gelaufen bist, Mädchen, aber na gut. Was? Ist doch so blöd. Die Wegfindung weiß selbst nicht, was sie will. Na gut. Aber ich will tatsächlich noch mal. Hey, gibt's keinen Follow-up? Ein Lager mit einer kleinen Anzahl an Banditen. Ja, habe ich doch schon. Muss ich hier Reparum einsetzen? Ich hoffe nicht. Ingardium Leviosa, Reparum. Revelio. Reparum. Revelio. So, eins, zwei. Welches Dorf nehmen wir uns als nächstes vor? Du hast uns Noahs Waffe genommen. Das ist der Gang. Es hat irgendwie geklappt. Kommst du mit?
Sind die denn? Rebellion. Da ist diese Furie. So, weg mit den Viecher. So, ich habe jetzt tatsächlich. Ja, Inventarplätze brauche ich nicht. Mal gucken, ob ich mehr Ausrüstungsblitze habe. 14 von 28, immer noch. Rebellion. Ich laufe jetzt einfach mal so ein bisschen nach Gefühl. Boah, Straßenkötter, komm schon. Darüber muss ich. Ach, diese Hunde, ne? Das wäre cool, wenn man die zähmen könnte im Raum der Wünsche oder so. Rebellion. Aha. Das sollte ich untersuchen. Das ist korrekt. Warum sieht das aus, als wenn da jemand auf dem Zug unterwegs wäre? Komm, trinken! Naja, mal nur eine kleine Schatzkammer, mehr oder weniger. Kann man mal machen. Das war ganz nett. Ja, das ist auch wieder, hier spiele ich tatsächlich wieder so die Hogwarts-Vibes, einfach aus dem Aspekt her. Es bleibt einfach dabei. Es ist schwierig damit anzufangen. Aber wenn, macht's halt auch Spaß, ne? Aua! Diese Lümmel. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Rebellion.
Wer hat hier geschrien? Wollte doch schon sagen. Hier hatten sie nicht mal Lust. Ein Gift 2, oh. Das klingt aber eher nach, nach Verteidigung. Hier hatten sie nicht mal Lust, ein Zelt zu designen. Wir haben so einfach die Truhe ins leere Zelt gesteckt. Kann man ja auch mal machen. Ich habe das Gefühl, dass ich die noch brauche. Okay, das hat rein nichts gebracht. Soll mich verarschen. Da muss ich mich mal ganz kurz kratzen. Revelio. Keine Ahnung, was das ist. Es ist mir aber auch relativ egal. Ich habe keine Ahnung, ob ich da noch irgendwas finde. So, weg mit den Viecher. Rebellion. Aber hier habe ich auch keinen Schatz mehr gefunden, oder? Hier ist auch nichts mehr. Aber warum ist hier irgendwie... Rebellion. Das ist immer das Problem, wenn es einen Bug gibt. Du kannst nicht darauf vertrauen, ob der Haken hier wirklich schon fertig gesetzt ist oder ob da vielleicht nicht auch irgendwas Buggy-mäßiges zu finden ist. So, nehme ich mal alles mit. Blutegelsaft. Mein Inventar muss so widerlich sein, dass ich da nicht mal Hermine rantrauen würde. Revelio. Warte mal, ich will mal gucken. Ich habe doch bestimmt irgendwas mit den Talenten. Mindestens einen. Ah, Zaubersprüche, dunkle Künste, Haupttalente habe ich alle fertig. Die benutze ich nicht so häufig. Andauernder Fluch. Einen Flucheffekt haben
Haftet länger an einem Gegner. Arreste Momentum hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Crucio Beherrschung. Ein Treffer gegen einen Gegner, der mit Crucio verflucht wurde, setzt ein Geschoss frei. Alter, das ist ja übel. Wenn du ein verfluchtes Ziel besiegst, wird ein Teil deiner Gesundheit... Oh, das ist gut. Ich werde hier so einen richtig bösen Jungen spielen. So einen richtig bösen Bengel. Irgendwie den Zauber. Es ist sehr schwierig. Den Zauber. Das Kampfsituation. Finde ich den Button zum Schießen nicht so geil. Weil das ja R2 ist. Ich habe hier noch nie etwas Interessantes gesehen. Du lässt nach. Ich halte mich nicht für so klug. Ich bin so klug. Naja, klug nicht, aber ich bin besser als du. Rivelio. Damals, als ich in Gringotts fast aus einem Wagen gefallen bin. Lazio. Gepinto. Gepinto. Lazio. Gepinto. 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 Der einzige Grund, warum ich diese Dinge halt mag... Au. Der Grund, warum ich meine, warum ich die unverzeihlichen Flüche tatsächlich sehr praktisch finde, ist einfach der Aspekt. Die haben ja verschiedene Schilde und es ist im Maße des Gefechts tatsächlich recht schwierig. Ja. Es ist halt im Laufe des Gefechts sehr schwierig, diese Dinge halt in irgendeiner Weise halt abzuschätzen. Dafür bin ich nicht gemacht. Und da mag ich halt zumindest einen von diesen Flüchen ganz gerne. Ich mag meine Kombination mit Clazio und Gefindo. Ich kenne die Sprüche nicht so auswendig, also das müsst ihr mir tatsächlich ein bisschen verzeihen.
Oh, fuck. Wenn ich das brauche, um weiterzukommen, dann habe ich ein Problem. Oh, warum sagt die nichts? Ich mag die Dame, die ist nett. Ob Ranrock und seine Leute da drin sind? Natürlich sind die da drin. Keine Spur von Lodgok hier draußen. Er muss schon drin sein. Will ich mal gucken, wie lange wir denn schon aufgenommen haben, ob ich das jetzt schon kombinieren will oder wenn das jetzt eine größere Mine ist. Hier, wir machen es so. Das wird ein kürzerer Part. Und dann machen wir die Küstenmine. Ja. Und dann bin ich für heute auch fertig. Hier, Leute, macht's gut. Tschüss.